Oder wollen wir mal jetzt hier eine Bar eröffnen? Hier? Und noch ein bisschen mehr Business machen. Da ist er schon. Legales Einkommen fürs Clubhaus mal zur Abwechslung. Das ist ja wie beim Nachtclub, das Einkommen. Wegen den Gästen und so und der Beliebtheit. Motorrad-Tuning-Werkstatt, das gibt's nicht. Let's go. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch hier mal wissen wegen der Bar. Hier Barvorräte aufstocken. Ach, okay, die muss man immer selbst machen, die Mission. Ja, gut. Dann machen wir die noch fix. Er tritt komplett frei. Kommen die Dämonen, das typische Biker-Motorrad. MC-Motorrad. Dazu bräuchte ich eigentlich noch eine Pumpgun. Oder ein Revolver. Gut, Motorradwerkstatt machen wir dann auch nächstes Mal. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Mein PC fährt sich in 10 Minuten runter. Dann geht der Stream aus. Oh no. Fail. Da müsste ich schon mal die Vorräte einfach bei so einem ganz normalen Shop kaufen können. Ach, ist sogar so, ne? Weil es ist ja ein legales Business, deswegen müssen wir auch niemanden jetzt killen oder so. Sondern halt einfach die Vorräte ganz normal einsammeln, halt einkaufen. Mal was anderes. So ein bisschen auf Real Life, auf realistisch gemacht. Stehen sie schon bereit. Geil. Hä? Hauptsache. Ach krass, man muss doch jetzt, dass es ein bisschen spannender wird, aufpassen, dass man die Vorräte nicht kaputt macht. Also keinen Unfall bauen. Aber was ich nicht checke, warum hat er die Scheibe eingeschlagen und warum sind die weggerannt?
Ach so, okay, wir werden jetzt halt von rivalisierenden Motorradgangs angegriffen, die uns halt unsere legalen Vorräte illegalerweise abknüpfen wollen. Die Schweinehunde. Das werden sie nicht schaffen. Das Problem ist, dass die Vorräte Schaden nehmen. Aber es geht noch. Nein. Ja, easy. Bin mal gespannt, was das für Einkommen bringt durch die Bargäste. Oh, jetzt schon mal 30k, nicht schlecht. Lohnt sich eigentlich. Und dann hast du hier wieder einen Tresor, wie beim Nachtclub auch, wo du die Einnahmen einsammeln kannst. Stabil. Oder die werden ja halt einfach irgendwie auf den Tisch gelegt oder so. Ah ne, hier in die Box. Wahrscheinlich. Okay.